Hallo, mein Name ist Jan Joel und neben meinem Masterstudium Chemie an der HHU betreibe ich verschiedene Social-Media-Accounts, alle unter dem Namen JJ Chemistry. Ich probiere auf meinen Accounts Millionen von Menschen, die ich damit mittlerweile erreichen kann, Chemie näher zu bringen. Viele haben das Problem aus der Schule, dass der Chemieunterricht zu abstrakt war. Da kann der Lehrer aber auch nicht immer was für. Das ist dem Lehrplan natürlich geschuldet, also auch ein bisschen was lernen. Aber ich kann eben all die Experimente machen, bei denen man sich als Schüler gedacht hat, die würde ich gerne sehen. Das reaktivste Metall der Welt, das wäre zum Beispiel Cäsium. Cäsium lacht über Natrium und viele haben Natrium schon mal in Wasser gesehen. Das ist schon heftig genug. Das schwärzeste Schwarz. Und mein berühmtestes Video wird wahrscheinlich der weiße Phosphor sein. Ja, und all solche Dinge probiere ich eben den Leuten zu zeigen. Heute werden wir hier an der Heinrich-Heine-Universität ein Video drehen. Im Hintergrund sieht man schon ein bisschen vorbereitet. Zum Thema Knicklicht. Wir werden dem Knicklicht allerdings ein Upgrade verpassen. Dazu bin ich hier passend dazu im Arbeitskreis SUTA, die an Leuchtstoffen forschen. Und wir benutzen heute einen OLED-Leuchtstoff. Das Rubren ist, wie gesagt, normalerweise als gelber Leuchtstoff in OLED-Displays. Und davon erhoffen wir uns, dass das Knicklicht nachher dieses Labor hier hell erleuchten wird. So, kleiner Wechsel zum Voice-Over. Der Leuchtkolben sah nachher so aus. Aber ich möchte noch nicht spoilern. Erstmal ging es an die Synthese des Energieträgers. Erster Step, wiegen. Side Note dabei, die Stoffe riechen alle so stark, dass selbst die Flaschen, in denen die Chemikalien gelagert werden, von außen nach Chemie riechen. Daher sind die Handschuhe ja ganz nützlich. Das ist unser Reaktionsgefäß, ein 1000 ml Rundkolben. Die Reaktion ist wasserempfindlich, sodass selbst Luftfeuchtigkeit stören kann. Daher der Aufwand mit den Spritzen. Diese erlauben uns im Argonstrom wie beim Schweißen sauerstoff- und feuchtigkeitsfrei zu arbeiten, was nachher zu einer erfolgreicheren Synthese führt. Das Produkt, das wir probieren herzustellen, ist ziemlich kostbar, daher lohnt sich dieser Aufwand. Zum Kühlen brauchen wir ein bisschen Eis. Hier sind wir auf dem Weg zur Eismaschine, mit Kamera wir selbst das Eis holen zum aufwendigen Akt. Manche Reaktionen können Hitze generieren und so ist es hier bei uns auch. Es ist in diesem Fall nur besonders unpraktisch, da dieses Lösungsmittel, das die Hälfte des Kolbens füllt, brennbar ist. Um Unfälle zu vermeiden, muss der Kolben also schon im Vorhinein und während der Reaktion gut gekühlt werden. Noch kurz die letzte Chemikalie abfüllen und los geht's! Jetzt sind wir an dem Punkt, an dem die Reaktion startet. Besonders cool ist daran, dass sich oberhalb der Flüssigkeit weißer Rauch im Kolben bildet. Ein Teil der Flüssigkeiten verdampft und reagiert dann in der Gasphase miteinander. Daher bildet sich im ganzen Volumen des Gefäßes dieser Rauch. Zum Finale der Reaktion war die Social Media Abteilung der HHU leider nicht mehr da. Das reiche ich euch jetzt aber nach. Ein gleißend heller Leuchtkolben. Wie das Ganze in 20 Mal größer aussieht, könnt ihr in meinem Hauptvideo auf YouTube sehen.